Danke für deine Offenheit, für diese Frage, warum du als Mensch mit Muschel 46 Jahre mit deinem Mann keine O's bei reinem erleben kannst. Das Problem, dieses Thema höre ich tatsächlich immer wieder von Klientinnen, auch in der Praxis. Also du bist damit überhaupt nicht alleine. Wir wissen tatsächlich, dass nur 4 bis 16% der Menschen mit Muschel regelmäßig O's erleben können durch reines Rein-Raus. Unsere Anatomie ist einfach gar nicht so aufgebaut. Jetzt hast du ja beschrieben, dass du aber alleine schon O's erleben kannst. Und ich würde mir für dich wünschen, dass es dann ganz oft auch der Ansatz, den wir in der Praxis gehen, erstmal zu gucken, ob du die Stimulation, die du im Solo alleine bekommst, ob du die auch in euer Partnerspiel mit einbauen kannst. Ganz oft ist es nämlich so, dass wir uns im Solo-Play bestimmte Stimulationen erlauben, die wir dann im Partnerspiel überhaupt gar nicht bekommen. Und dann erwarten wir von unserem Körper, O's zu produzieren, obwohl die für uns richtige und wichtige Stimulation gar nicht da ist. Das ist so das eine. Das andere ist natürlich, es kann auch noch ganz, ganz viele andere Hürden tatsächlich, ganz viele andere Gründe geben, warum deine O-Fähigkeit da so ein bisschen störungsanfällig ist. Und das kann wirklich alles sein. Denn wirklich alles in unserem Leben hat irgendwie auch mit unserer Sexualität zu tun. Das kann sein, dass vielleicht ein Machtgefälle in eurer Beziehung ist, das sich für dich nicht gut anfühlt. Es kann sein, dass du einfach Stress in der Arbeit hast oder mit den Kids oder mit deiner Wohnsituation unzufrieden bist. All das kann direkten Einfluss haben auf dein Lustempfinden. Und deswegen nimm dir gern mal meinen Audiokurs oder mein Buch zur Hand und geh mal der Reihe noch mit all diesen Selbstreflexionsfragen so ein bisschen durch, was die Gründe bei dir vielleicht sein könnten. Und das ist genau das, was wir im Coaching auch machen. Da sind ganz, ganz viele Selbstreflexionsfragen mit drin. Du kannst selbst eine History schreiben, also deine persönliche Geschichte so ein bisschen anhand von ganz, ganz vielen Fragen auch aufschreiben. Und du erkennst dann hoffentlich so ein bisschen besser, wo vielleicht die Hürden liegen, die das Ganze bei dir sind, wenn es nicht so einfach zu lösen ist, als dass du einfach die Stimulation aus dem Solo in das Partnerspiel holst. Und wenn du da noch Fragen hast, melde dich gerne nochmal bei mir. Du kannst, auch wenn du nicht in Berlin bist, ein Online-Coaching bei mir direkt buchen.